Spielstand speichern, ja. Speicher, Speicher, Speicher. Geht doch. So, dann geht es weiter mit dem nächsten Tricky Boss. Also er ist wirklich tricky. Und jetzt sind da auf einmal drei Tauben. Oh mein Gott. Wo ist Aro? Ah, da ist er. Komm mal mit. Zack. Wah. Wir gucken erstmal, in welche Richtung wir müssen. Falsch. Ah, die müssen wir. Okay, dann gehe ich mal davon aus, dass wir da lang müssen. Da ist er. Ah, los, komm. Ah. Und los geht's. Och, Menno. Banda. Ich weiß auch nicht, was die Japaner sich dabei gedacht haben, aber das ist so normal für Japaner, dass sie Männer Frauen Namen geben. Also zumindest für uns in Europa ist Wanda eigentlich, glaube ich, meines Erachtens nach ein Frauenname. So, wir hoffen mal, wir müssen da lang, um zum nächsten Boss zu gelangen. Oder Koloss. Das reimt sich so schön. Boss, Koloss. Egal. Unwichtig. Sehen wir irgendwo hier eine Echse? Nein. Da unten ist eine, aber die leuchtet nicht Gold. Die leuchtet auch nicht Gold. Die auch nicht. Hier sind so viele Echsen, aber die leuchten alle nicht Gold. Sie leuchten nicht direkt Gold, sondern nur der Schwanz leuchtet. Gott, ist das hier duster drin? Das ist echt duster. Ich hoffe mal, ich gehe die richtige Richtung. Übrigens kann man, wenn es dunkel ist, nicht wirklich sehen, wo lang man muss. Man braucht wirklich Sonnenlicht dafür. Zack. Aber ich fürchte mal, ich denke mal, ich fürchte, na klar. Ich denke, wir haben den richtigen Ort erreicht. Sind das Eingänge zu einem Tempel? Müssen wir einen Dungeon machen? Ja, Aro. Na los, komm. Mein Kleiner. Das schaffen wir schon. Los. Na los. So, weiter geht's. Los. Und Edwin, weiter geht's. So. Los, 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 los. Ach, geht doch. So, wir wollen hier noch weiter über die Hügel hinaus. Wir wollen es zu dem Wasser da hinten. Oder das Wasserrauschen. Wenn ich das als Wasserrauschen interpretieren darf. Da ist er. So, da ist unser nächster Koloss. Und der ist ziemlich tricky, weil wir kommen nicht so einfach auf den hoch. Er hat so einen ganz speziellen Trick, wie man auf den hochkommt. So. Wir laufen schon mal vor. Ach, wir hätten das auch auf dem Pferd machen können. So, da ist er. Und wir nehmen uns auch mal gleich, ich glaube mal, wie steht er denn? Ja, er sieht mich. Er hat mich im Visier. Das finde ich schon mal sehr gut. Ich finde es sehr vorteilhaft, dass er mich da gerade im Visier hat. So, und ich hoffe, es klappt auf Anhieb, was ich vorhab. Wir pieksen ihn mal noch so ein bisschen.
Auch wenn ich nicht wüsste, wo ich ihn pieksen sollte. So. Jetzt sind wir hier, unten drin. Hoffen wir mal, dass wir den richtigen Weg gehen. Zack. Gehen mal hier hinten raus. Die Hoffnung hin, dass er uns nicht gesehen hat. Ne? Macht er das, was ich verlange? Kommt er jetzt zu mir? Die Frage. Na, machst du das, was ich will? Drehst du dich um? Ja, er dreht sich. Er dreht sich. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ihr seht gleich, was ich vorhabe. Los, komm, dreh dich weiter. So. Dann dreh dich nicht weiter. Ah, okay, er macht's wirklich. Na, machst du weiter? Ja, er macht's. Geil. So, um da unten nachzugucken, wo ich denn jetzt stecke, bitte, bückt er sich. Und in der Zeit habe ich die Möglichkeit, von hinten hochzuklettern. Ich habe ewig gebraucht, um das rauszufinden, damals, als ich es als Kind gespielt habe. So, und er ist auch mal wieder einer dieser Kandidaten, die es überhaupt nicht gerne hat, dass ich so auf ihn drauf bin. Aber das soll mir eigentlich vollkommen egal sein, so wie jeder hier von denen. Das ist überhaupt nicht gerne, wenn ich auf ihn drauf bin. Oh Gott. Das findet er gar nicht sexy. Na los, komm. So. Das reicht vollkommen. Wir wollen ja nur auf seinen Kopf. Nein, das reicht anscheinend nicht. So. Aber hat das gereicht? Ja, es hat gereicht. So. Und damit haben wir seinen Schwachpunkt. Was ihm natürlich überhaupt nicht gefällt. Er wehrt sich ganz schön böse. So, bevor er mich irgendwie aus dem Gleichgewicht bringt. So, zack. Ich würde mal sagen, wir machen das ganz gut. So. Und das war's auch schon. Das ging erstaunlich schnell. Einer der wenigen Kolosse, an denen ich am längsten gehangen habe. Das sind sowieso die Anfangskolosse. Für die habe ich am längsten gebraucht. Weil die so zum Teil exotische... Nicht Kampftechniken, sondern so ja... Battle-Techniken haben. Also so Battle-Techniken, wie sagt man dazu? Um den Boss halt zu besiegen. So extravagant. Nein! Nein! Oh, Mist. Schade. Jetzt fast im Sprung geschafft. Oh, nein! Ein weißes Licht. Nein. Nein. Spielstand speichern? Ja. So, zack. So. Das geht doch mal gut voran. Wie lange haben wir gebraucht? Ach, 10 Minuten knapp. Ist ja jetzt nicht viel. Dafür haben wir umso mehr bei einem anderen gebraucht. Boom.
So. Dann haben wir schon den Hinweis für unseren zweiten. Er hat irgendwas, er hängt irgendwie über einen See. Da fliegt er hindurch. Also ist anscheinend unser nächster Gegner ein Fliegender. Und da sind schon wieder 4 Tauben gewesen. Diesmal waren es 4. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Shadow of Colossus für die PS3 von mir, Larus036. Bis dahin und tschö, tschö.